Hi Benjamin. Hallo Ja, Sascha. das war ein unglaublich langgezogenes Hi Benjamin. Ich war mir nicht ganz sicher, was Aha, ich sagen wollte. das dachte ich mir schon fast. Und dachte mal, ich belasse es beim Hallo. Ja, wir kennen uns ja kaum und deswegen, da muss man ein bisschen scheu sein und mal gucken, was man zu dem anderen sagt, ne? Genau. Wir spielen ja auch zum ersten Mal. Ja, was ist das hier eigentlich? Weiß nicht, Part 29 oder sowas? Oh ja, Part 29, das trifft es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt, ja. Wenn ich mich richtig erinnere, waren wir beim letzten Mal in der Hölle. Wir Hölle, waren in der Hölle, Hölle Hölle, und ich Hölle. bin in der Hölle gestorben. Das heißt, ich werde wiedergeboren als Engel. Glaube ich dir nicht. Ich auch nicht. Ja, und ich wollte mal in den Garten gehen. Oh, fuck! So viel dazu. Yay! Das war natürlich alles geplant. Klar, weil wir wollten euch zeigen, wie man schnell, ja, und Stirbt. kaputt geht. Ja. Läufst du jetzt? Versuchst du es nicht nochmal? Pff, ich bin doch nicht verrückt. Oh Gott. Das ist aber auch so ein kleines Loch hier. Und wir wissen ja alle, kleine Löcher sind nie so ganz gut. What? Ja, Oh, ja, klar, gut. dass du es schaffst und mir jetzt mein ganzes Zeug geklaust. Bleib mal da stehen, bevor du Ne, da war hier. ja nix. Doch, da liegt, hier liegt so noch alles. Ja, da, aber. Ich dachte aber eigentlich, ich wäre auf dem Holz gelandet. Ich habe nämlich so einen kleinen Vorsprung gespürt, so. Pong! Ich glaube, da Da. bist du auf dem Holzweg. Ta-ta! Boah. Gut. Meine Güte, da hinter dir ist noch Glas im Wasser. Stimmt, kannst du mal mitnehmen? Ich glaube, doch, ich hole. Ja, ist ja Na egal. gut, ich nehme. Ich nehme. Ich überlege gerade, ob wir heute mal dafür sorgen sollen, dass wir hier hinten, ob wir das hier so offen lassen wollen oder ob wir vielleicht so ein bisschen mit Glas mal so eine links und rechts so ein bisschen Schutz schaffen wollen. So ein kleines Winterhäuschen, meinst du? Ja, dass man hier auch mal nachts runter kann. Passend zu unserem Dschungel. Ja, wäre eigentlich eine gar nicht so schlechte Idee, würde ich behaupten. Ja, denke ich auch. Also lass uns das mal einfach mal. Wir müssen ja im Grunde genommen nur jeweils einen breiter machen hier auf jeder Seite. Ja, was ja hier auf der anderen Seite schon gemacht ist, nur in die Höhe halt nicht. Dann mache ich jetzt einfach mal so ein bisschen. Was haben wir denn hier? Mensch, habe ich schon lange nicht mehr gezockt. Ja, ist schon ein bisschen Gefühlte was her für viereinhalb uns. Monate. Ja, so ungefähr. Zack. Wir hatten ja relativ viel Vorlauf, müssen wir an der Stelle einfach mal sagen. Mit dem Material, was wir aufgenommen haben. So, jetzt überlege ich gerade, womit wollen wir denn die untere Ebene machen? Wollen wir da auch Holz einmal dran packen oder wollen wir Stein, dass wir ein bisschen Kontrast reinkriegen? Muss ja irgendwie auch ein bisschen in den Wald passen, glaube ich, oder? Oder soll es sich so ein bisschen absetzen? Ich finde persönlich, so ein bisschen absetzen wäre gar nicht so verkehrt. Also so Steine könnte man als Unterlage da, denke ich, ganz gut nutzen. So als Wintergarten. Sollen wir normale Cobblestones nehmen oder sollen wir Clean Stones nehmen? Good question. Cobblestone könnte einfacher sein, jetzt so auf die Schnelle. Cobblestone dürfte einfacher sein, aber ich könnte schwören, ich habe vorhin in einer unserer Kisten Cleanstone schon gesehen. Ich gehe mal ganz kurz gucken. Guck du mal. Ich räume hier schon mal auf. Ich mache hier schon mal ein paar Löcher. Ja. Wir müssen uns unbedingt was überlegen, wie wir hier schneller hoch und runter kommen. Also runter geht ja schneller, aber ohne Ja, zu wenn man es sterben. nicht verbockt. Wenn man nicht Sascha heißt. So, Wen gucke ich denn genau, da? wir haben 64, sind hier schon mal drin. Weißt du was, ich bringe die mal mit und lege mal direkt ein bisschen nach. So, dann, wir müssen uns auch mal hier ein paar Öfen mehr hinstellen. Fällt Ja, mal mit. damit es hier mal ordentlich brennen kann. Ja, genau, ich überlege gerade, soll ich nochmal wagen? Komm, ich wag's nochmal. Wie oft kann man hier sterben, wenn man die Sache falsch macht? Go, 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 go. Ach komm, ich war im Wasser! Verfluchte Hacke! Deine Gegenstände sagen was anderes. Wo ist eigentlich deine Katze? Ja, darüber wollen wir gar nicht erst mehr sprechen. An der Stelle möchte ich auch eigentlich nur sagen. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich? Ja, so geht's mir gerade, nachdem ich hier zum fünften Mal gestorben bin beim Runterspringen. Ist das nicht schön? Nee. Nicht? Hier klappt's Wieso? wenigstens. Also zukünftig nicht mehr von ganz oben springen. Oder einfach das Loch größer machen für mich. Nein, keine, no pun intended. Ich halte mich auch gerade Ah, du zurück. hast noch eine tiefer gemacht. Ja. Okay, ich. Ja, auf der Ebene dann Stein und ab da dann Glas, dachte ich jetzt. Ach so, ich Weiß ja nicht, dachte. was. Was hattest du denn Ach geplant? Ich so, dachte, auf der ja. Höhe hier jetzt Glas. Oh, guck Wow. mal. Oh, wo kommt der denn her? Hallo, es ist Tag, du Drecksau. Kollege, was willst du denn? Wo kommst du denn her? Was willst du? Ich wollte dir auf den Sack. Hör mal!
Und jetzt merkt ihr auch, warum wir hier irgendwas drumherum bauen wollen. Ja, genau. Ich dachte eigentlich, also wenn wir jetzt hier eine Fläche haben, dass wir jetzt, ich nehme jetzt nicht den Clean, aber dass wir, ja danke, dass du es wegnimmst. Ich dachte eigentlich, dass wir ein Hoch machen und dann hier drauf Glas setzen jetzt. Also jetzt hier drauf Glas, dass man wie so eine Umrandung hat quasi. Ja gut, können wir auch machen. Und nicht ich dachte mir halt, dass das so im Boden eingestampft wäre. So wobei, stimmt, könnte ein bisschen mehr in den Dschungel passen, um ehrlich zu sein. Haben wir nicht mal einen Stein? Ja, hast recht, ich habe Stein. Komm, ich habe hier vier. Zack, zack, zack. Oh. Naja, gut, dann halt kein Zack, Zack, Zack. Geht das denn überhaupt so, dass man die... Ja doch, eigentlich müsste das gehen. Gut, das sieht hier jetzt natürlich doof aus, aber... wir wissen ja, wie es gemeint ist. Oh. Wenn ich jetzt noch mit Glas vernünftig bauen könnte. Ah, das macht doch nichts. Soll ich noch ein paar Steine hinbauen? Nee, ich will nur mal gucken, wie es denn so aussehen würde. Ja, doch, können wir eigentlich machen. Gell? Ja. Sehe ich aus. Gut, dann setzen wir aber da Dings drunter. Warte, brauchst du gar nicht wegnehmen. So, die kann ich da reinsetzen. So. Hat so ein bisschen Schwimmbadcharakter. Würde mal bitte vom Zehner runterkommen? Dann baue ich mir hier aber noch so einen Hochsitz. Ja. Bewegen Sie Ihren Arsch darunter. Gibt's ja wohl nicht. Irgendwie habe ich mal so den Eindruck, dass in jedem, aber die hier können wir wegnehmen, dass in jedem Freibad Bademeister ganz schöne Arschlöcher, oh, es regnet, ich denke, wo kommt das Wasser her? Dass Bademeister grundsätzlich Arschlöcher sind. Oder geht das vom Gefühl her nur mir so? Ich bin mir nicht sicher. Also die Bademeisterinnen, die ich bei mir habe, die sind eigentlich ganz nett. Das hat jetzt aber nichts damit zu tun, dass sie weiblich sind, sondern einfach... Nein! Die sind wirklich nett. Ich weiß nicht, warum. Nee, nee. Okay. Dazu sind die dann doch... ja, wie soll ich sagen? Zu männlich? Oh, okay. Ja, das sind dann diese Kraftprotze, weißt du? Ja, so die damals in der DDR die Goldmedaillen gewonnen haben. Genau, nur dass die gedopt waren. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Hast du noch Holz oder sowas dabei? Wir brauchen noch ein bisschen was an Umrandung. Ich hab Jungle. Ja, ist ja egal, wird eh hier so. Hier. Stimmt, im Grunde hätte ich auch das Jungle Wood benutzen können. Och, wir wollen ja jetzt nicht anfangen hier, ne? Nö, aber dann kann ich auch nochmal springen. Vielleicht funktioniert's ja bei mir. Ja, natürlich wird's bei dir funktionieren, ich kenn dich ja. Ich bin immer noch extrem... Oh, hier haben wir ja noch... Da fehlen ja noch Glowstones. Muha. Oh, haben wir was unfertig gelassen? Da haben wir was unfertig gelassen. Da wurde ich doch noch von dir beschimpft. Du kannst auch mal eine Schere mitbringen, wenn du die hast, weil wir auch... Boah, ey, das ist der Regen. Hast du hier zu? Ich dachte, du hast an einer Stelle aufgelassen. Ich habe nirgendwo was zugemacht. Hä? Doch, hier ist Glas. Da ist auch Glas. What? Ich habe überall Glas rangepackt. Ja. Aber es sollte ja so 2-3 Dinger frei bleiben. Also von... Warte, ich komme. Ist egal. Nee, bevor wir wieder über unterschiedliche Dinge reden. Wo bist du denn jetzt? Zweite, dritte Etage oder so. Ja. Ja, da hatten wir, glaube ich, keine mehr, um reinzupacken. Ja, so. Ja, genau. Aber du kannst mal... Du solltest sie eigentlich freilassen, damit ich noch welche reinpacken kann. Ja, so, jetzt. Was? Ja, wir brauchen auf jeden Fall Glas, weil ich habe nur noch 8 Scheiben. Ja, ich hab. Ich glaube, wir brauchen Sand auch dafür. Hatte ich nicht für dich? Weißt du was, wenn wir jetzt eh beiden nach oben gehen, dann lass uns doch einfach mal eben schlafen gehen, weil es eh dunkel wird. Let's sleep. Ja, das wird das neue Sleep Together. Bam, chicka, wow, wow. Wow, wow. Denn wir wissen ja alle. Oh fuck, ich finde gerade nicht. Hier. Oh nee, doch nicht. Oh. Ich hab a relaxed ass is a tight ass verloren. Verdammt. Das war doch der Spruch, nach dem ich mein Leben ausrichten wollte. Mach doch mal Alfred. Vielleicht kommt's ja... Ach nee, das kommt ja nicht mehr danach. Vergiss es. Nee, das lief mal zusammen, aber ich guck gerade mal, wo ist denn? Wir haben ja noch Klaas normal. Kann man umwandeln. Oh, warst du gerade? Gerade. Ja, ich glaube, ich hab den Fehler gemacht. Warte mal. Nee, kurioserweise. Wir werden jetzt so... A relaxed ass is a happy ass. But if it's a tight and unrelaxed ass, it's an unhappy ass. True story, bro. Yep, genau. Hier könnt ihr noch was lernen, liebe Leute. Welcome to Anal Fixation with Sascha and Benjamin. Yeah, welcome. So, weil wir können uns. Ist das eigentlich meine Diamantaxt da in der rechten Kiste bei dir?
Hast du die aufgesammelt gehabt? Nachdem ich ja im letzten Video gestorben bin. Ich habe... Achso, in dem einen Ding. Ich weiß nicht, irgendwo habe ich meine reingepackt. Aber meine habe ich nicht gerade, also... Dude, dann ist meine weg. Nee, nein, wir haben... Guck mal, da hinten ist eine drin, in der Truhe, ja, hier ist eine drin. Ja, und hier ist auch eine drin. Achso, ja dann. Wir haben das, glaube ich, gefixt aufgeteilt. Gefixt. So, ich wollte mal kurz noch ein paar Öfen herstellen und die hier hinpacken. Tu das mal. Ich mach mal... Ich hau einfach aus diesen Glasdingern, mache ich jetzt einfach mal Panels. Ja. Paneelen. Wir sollten vielleicht eh da mal... Ich denke mal, wir werden noch mehr Glas brauchen. Also müssen wir eh mal schauen, dass wir uns ein bisschen Sand besorgen, weil ich glaube, davon haben wir kaum was. Hatten wir nicht sogar irgendwann mal gefarmt? Oder war das auf der alten Welt? Ich glaube, das war noch auf unserem normalen Server. Also als wir noch online gespielt haben. Als... Ja, gut. Als wir noch lebendig waren... Also ich bin das immer noch. Ich weiß ja nicht, wie es dir da geht, aber wie du dich gerade fühlst. Tot. So, ich habe hier mal 3 gefüllte Öfen hingestellt. So, ich habe jetzt gefüllte 180 Glas. Das ist sehr gut. Schon mal Tankglas oder Scheiben oder? Ja, Scheiben. Ja, ist schon mal gut. So, ich versuche natürlich wieder mein Glück. Hey, wir haben es diesmal nicht auf Video. Ja, ist auch besser so. Ach! Bullshit, ey. Nachdem ihr gerade Sascha rechts an mir vorbeilaufen sehen habt, könnt ihr euch denken, was passiert ist. Nichts ist passiert. Ich habe es natürlich geschafft und bin wieder hochgelaufen. Mhm. Ja, ja. Du hast also die Schnellreiseform angewandt. Ach so. Ja, ich habe mich in eine Katze verwandelt. Miau. So, Das freut mich. Ja, schrecklich, ey. Wie oft kann man bei diesem Ding sterben? Ich glaube, das wird ein Running Gag noch irgendwann. Wie häufig kann man failen? Willkommen in unserer Welt. Juhu. Ja, darauf muss ich mir erstmal was zu trinken aufmachen. Und die heutige Minecraft-Folge wird gesponsert von Monster Energy. Wir kriegen dafür kein Geld. Nee, aber wir werden... oder diese Folge wird gesponsert, aber wir haben nichts davon. Ist toll. Lass uns das weiter so machen. Wir sind so cool Land, dass wir kostenfrei Werbung machen. Ja. Sind wir nicht großzügig? Nee, eigentlich nicht, aber... Haben sie auch mit Sicherheit nötig. Wir wissen es ja nicht besser. Nee. Ach ja. Was wollte ich eigentlich hier oben? Ach so. Ich habe keine verdammte Idee. Haben wir denn noch Sticks? Da brauche ich nicht dieses ganze Holz verbraten. Sticks and Stones won't break my bones. Sticks and Stones. So, ich mache zum 5. Mal, glaube ich, alle Kisten auf. Gut, das kommt in Videoform natürlich besonders gut. Ich bereite in der Zeit schon mal hier unten ein bisschen... Das ist die Arbeitsweise eines dementen Menschen. Also Ruhe. Ah, okay. Ich darf das. Ah. Wo war denn jetzt das Holz drinne? Scheiß die Wand an, ey. Ich muss erzählen, ich habe Minecraft schon ein bisschen vermisst. Ja? Wir haben jetzt längere Zeit nicht gespielt, mit Sicherheit. Stimmt. Also was ihr natürlich nicht merkt in Videoform, aber... Doch, obwohl, nee. Nee. Das sagen sie nicht, ich bin immer so verplant. Genau, das lief relativ durchgängig, aber wir haben so das meiste Zeug ja kurz nach dem neuen Jahr aufgenommen. Also so mit Sicherheit 2 Wochen Pause haben wir gehabt, in denen ich komplett Persona 4 gesuchtet habe. Ja, und scheinbar auch viel Spaß gehabt hat. Ja, ich sag nur 70 Stunden... in einem Monat 70 Stunden in Vita-Spiel gesteckt. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Tja, das hätte niemand für möglich gehalten. Ja. Wie viel brauchen wir denn da ungefähr noch an Fences? Guck doch mal, was die eine Seite lang ist. Ja, jetzt fange ich so also, ja, mach ich doch einfach. Kein... Was wir haben, wandel um. Hammer, aber doch ein Haar. Was wir haben, das haben wir, weße. Hammer, weste, ja. Weste, tuße. A relaxed ass is a happy ass. Arschgaul sagt hallo. Passt ja auch perfekt, fällt mir gerade mal auf. Ja, so ein bisschen. Wie gut diese Kombination aus Arschgaul und relaxed ass passt. Hatten wir nicht einen Steg hier unten gebaut am See? Ja. Der ist weg. Warte mal, was meinst du an Steg? So. Ja, raus aus Wasser schon. Nee, das nicht. Gut. Nur dieses kleine Etwas. Gut, kommst du noch irgendwann wieder runter oder wird das heute die Benjamin schaut in Kisten Folge? Das ist die Benjamin schaut in Kisten Folge. Hallo und herzlich willkommen bei dieser. Ich glaube, du kannst gleich ein paar Fences aufsammeln. Weil du stirbst? Oh ja, ich sehe es.
Ja, nee, ist klar. Ist klar. Awesome. Ich wollte gerade Wertungsnoten vergeben. Und? Wie sind sie so? Ich gebe eine 9,5. Boah. Das hätte ich in London 2012 nicht besser hinbekommen. Ja, auch ein schönes Spiel, was wir im letzten Jahr gespielt haben. Oh ja. Somit unter eines der spaßigsten Multiplayer-Spiele, möchte ich fast sagen. Wenn man Minecraft außer Acht lässt. Ja, und wenn man Borderlands außer Acht lässt. Wobei wir kurioserweise, obwohl wir beide uns groß auf Borderlands gefreut haben, gar nicht so viel gezockt haben bisher. Nee, das stimmt. Was primär daran liegt, dass ich meine Testversion irgendwo, ja weiß ich nicht, verloren habe. Ja, was großartig klingt, ist leider... traurige Realität. Traurige Realität. Ja, das passiert, wenn man ein Spiel in irgendeine Hülle reintut. Pro-Tipp, tut's nicht. Nee, und gibt's dann auf jeden Fall nicht bei GameStop. Nee. Ist der größte Film. Wie hoch wollen wir das eigentlich machen? Noch eine? Ja, wir müssen mindestens so hoch wie unsere... hier Dingsbäume sind. Die Bäumchen da. Ich würde sogar sagen, wir machen... Also am besten wird es natürlich aussehen, wenn wir bis zur ersten, ne, wobei nicht ganz bis zur ersten Ebene. Machen wir einfach bis zu den Bäumen, dass wir gucken, wie es dann ist. Dude, I fucked up. Also ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall noch Panels. Paneelen brauchen wir noch, ja. So. Boah. Ich fühle mich gerade hier so ein bisschen. Schwul? Ja, genau. Mit Glasscheiben. Arschgaul sagt hallo. Ey. Ich meine, wir müssen ja als Highscore-Heroes irgendwie so alle Sparten abdecken. Was haben wir denn schon? Wir haben einen, der Anti ist. Wir haben einen, der manchmal ein Klugscheißer ist. Und jetzt brauchen wir dich. Für dich brauchen wir auch noch eine besondere Rolle. Okay, aber ich nehme nicht den Schwulen, vergiss es. Na gut, dann nehme ich den. Dann nehme ich den Schwulen. Heidi Tag. Okay. No offense. Ah, das rutscht schon wieder in eine falsche Schiene hier ab. Ja. Begeben wir uns gar nicht erst dahin. Jeder soll das machen, was ihn glücklich macht. So. Deswegen ist Bully auch so erfolgreich. Echt, Bully schwul? Nein. Ach so. Aber ihr Heitertei? Ach so. Ich wollte gerade sagen, habe ich da was verpasst? Nein. Also zumindest wüsste ich nichts davon. Mir hat das nicht verraten. Als er heute Morgen neben mir aufgewacht ist, hat er mir von nichts gesagt. Also das hier sieht ja irgendwie scheiße aus. Was? Das hier. Die Streben da so in der Mitte. Komm mal rüber. Ja, da machen wir doch weg. Das kann man da Kleiderbügel machen? Das machen wir doch. Das fällt weg. Hinten dran. Wenn ich jetzt hier hingehe... Ja, das Grünzeug weg. Und das Grünzeug ich sollte eine Schere mitnehmen, ne? Ist egal. Deswegen habe ich auch überall am Rand immer jeweils ein Ding weggenommen. Mhm. Weil jetzt müssen wir keine Angst mehr haben, dass irgendjemand uns hier in den Kakao spuckt. Nee. Ich so das Skelett eben gerade. Genau. So. Oh, das sieht aber schon... Ganz ehrlich, also ich weiß nicht, wie es in deinem Texture Pack aussieht, aber ich finde, das sieht ziemlich gut aus. Ja, mir gefällt's auch. Ich würde sogar sagen, wir setzen da noch... Jetzt wird's natürlich ein bisschen tricky. Wobei, man kann natürlich... Glas laufen. Wollen wir das eigentlich auch nach unten machen? Wie meinst du das? So, dass das den Weg nach unten ebnet. So an den Seiten weg. Ja, können wir. Ich würde aber erstmal sagen, lass uns erstmal hier oben das Ding dicht kriegen. Mhm. Ich kann mich ja mal ducken. Ich kann ja mal den Benjamin machen und hier... Mach mal den Black Ops Benjamin. Den Black Ops Benjamin. Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Black Ops noch aktiv gespielt? Wird noch aktiv gespielt. Mittlerweile habe ich wieder Spaß dran gefunden. Ich weiß auch nicht warum, aber wird jetzt zurzeit häufiger gezockt. Prestige schon mittlerweile, oder? Ja, erstes. Also so aktiv bin ich dann auch wieder nicht, aber das erste habe ich jetzt hinter mir. Ich habe mich auch längere Zeit geweigert, das Prestige anzugehen, sondern ich dachte mir einfach, naja, spiel's einfach weiter und gehst gar kein Level voran. Aber jetzt habe ich mal Prestige angefangen. Ändert sich ja nicht viel. Ich vermisse ja die Double XP Weekends. Oh ja. Die waren großartig, besonders als das Spiel rauskam. Ja, da habe ich auch die meisten oder beziehungsweise am schnellsten Level gemacht. Ja. Seitdem, ich zock halt auch nicht so viel davon. Ja, wie gesagt, dass ich jetzt sagen könnte, an einem Abend mache ich mal hier so 20, 30 Level. Wäre ja schon ein bisschen krass.
Das wäre auch schön. So, ich würde sagen, es wird dunkel. Das heißt, wir machen jetzt hier einen Cut, gehen nach oben, legen uns schlafen und machen morgen weiter. Jawohl, machen wir das. Beziehungsweise übermorgen für euch. Ciao. Oder in 4 Tagen. Ja. Mal gucken. Ciao. Tschüss.